Ja, zuallererst muss man mal sagen, die Jugendlichen, die da befragt wurden bei der AK, haben natürlich einen völlig richtigen Eindruck. Da gibt es ein irrsinnig großes Aufholpotenzial, wenn man das so sagen mag, in einer Welt, die digital ist, damit auch unsere Schulen, was Infrastruktur, was Ausstattung betrifft, da aufschließen können. Zugleich kann man aber sagen, dieses Glas ist genauso halb leer wie eben halb voll. Es ist zum Beispiel so, dass es in den letzten Jahren gelungen ist, 142 der Wiener Pflichtschulen mit dem sogenannten Surfnetz auszustatten. Dort sind mit 30 Hotspots, schaffen wir dort eine Vollausstattung an WLAN, um mit Bring Your Own Device etc. Also prinzipiell überall, ob das jetzt in der einen oder anderen Klasse ist, zu arbeiten. Beginnen mit dem jetzigen Schuljahr geht das weiter mit allen 80 NMSen. Und was mir aber wichtiger ist, ist, dass über diese Frage der Infrastruktur hinaus, könnte man auch über Whiteboards und Tablet-Projekte und so weiter reden, eigentlich die Stadt voll ist mit großartigen Beispielen, wo insbesondere auch in der pädagogischen Arbeit der Lehrerinnen und Lehrern von eigens entwickelten Apps zum Nutzen von Lernplattformen, Flipped Classroom-Projekten, das Nutzen von Digitalisierung für individuelle Sprachförderung etc. irrsinnig viel gemacht wird. Und ich sehe es als große Herausforderung, dass wir das Motto der D-Days, nämlich jetzt ist weg. Ich weiß nicht, was es wörtlich ist, aber es ist sinngemäß das Großes vor den Vorhang holen. Wir machen die digitale Kompetenz Wien sichtbar. Das muss uns auch in den Schulen gelingen, nämlich einmal zu zeigen, was jetzt ist, nicht um es einfach zu sagen, um sich dann darauf ausruhen zu können, ganz im Gegenteil, um es erfahrbar, kopierbar, wenn man so will, und erlernbar für alle anderen zu machen. Das Ziel ist ja völlig klar, die Welt muss in die Schulen, als Insel, das ist ein Konzept, das hat nie funktioniert, funktioniert jetzt auch nicht, und eine Welt, die digital ist, wo sich jeder Lehrer, jede Lehrerin im Internet vorbereitet auf seine Stunden, die er oder sie hält, und jeder Schüler, jede Schülerin auch, die kann nicht so tun, als gäbe es das Internet nicht, wenn dann die Stunde stattfindet. Also wir haben Großes vor uns, nämlich, dass es unter allen 230.000 Schülerinnen und Schülern und unter allen 25.000 Lehrerinnen und Lehrern in Wien ankommt, dass es einfach Lebenspraxis in der Welt ist, in der wir sind. Und da geht es mir eben, wie gesagt, insbesondere als Verantwortlicher für die Lehrer, um diese pädagogische Kompetenz. Und dass jetzt die ersten zwei Tage der D-Days das Thema Bildung haben, finde ich großartig, weil genau das ermöglicht uns jetzt auch auszutauschen, was jetzt schon geht, um zu lernen, was noch gehen wird. Sicher, jetzt könnte ich sagen, für den Lehrplan bin ich nicht zuständig, aber ich fühle mich massiv zuständig, genau diese Forderungen wie diese weiterzutragen. Eben mit dem Ziel, dass man eine Sache, die jetzt an ganz vielen Einzelpersonen, ganz vielen Projekten, und es sind wirklich vielen Schulen hängt, zu einem Standard macht, weil Coden können oder zumindest ein Grundverständnis davon zu haben, ist keine Sache, die irgendein, auch im Mutterschiff der Nerds gesagt, ein Nerd-Thema ist, sondern eine grundlegende Kompetenz, die wir an den Schulen sozusagen vermitteln müssen. Also ist das Ziel, aus vielen alle zu machen. Und mein persönliches Ziel ist es, mit dem Mutterschiff der Nerds endlich twittern zu können. Also freue ich mich, wenn ich wieder runter darf. Gut.